So, liebe Wetterfreunde, ist jetzt tiefste Nacht, ist jetzt kurz nach 0 Uhr am 11. Juni 2019 und jetzt kommt ein recht kräftiges Gewitter von Süd nach Nord hochgezogen. Ist noch ungefähr 15 Kilometer von Berlin-Karlshorst entfernt. Hier sieht man es schon mit ankündigenden Blitzen, die jetzt immer heller werden. Und na gut, in sogar 20 Minuten geht es hier richtig zur Sache. Wir sind mal gespannt. Das Gewitter kommt sehr, sehr langsam von Süden nach Nord voran. Also das dauert noch ein bisschen. Ich habe hier mal eine Grafik vorbereitet. Da sieht man, wie es jetzt von Süd nach Nord zieht. Das ist ein ganz schöner Brocken, aber es zieht so ein bisschen so mehr in den östlichen Teil von Berlin rein. Na gut, das ist ja sozusagen die Richtung hier Berlin-Karlshorst auch. Hier sieht man es ganz genau. Es braucht noch ungefähr, naja, eine halbe Stunde, immer noch. Ja. Dann hat man mal in der Grafik das gesehen. Dieses recht schwere Gewitter tief in der Nacht. Es regnet auch schon leicht. Das Gewitter zieht sehr, sehr langsam von Süd nach Nord und scheint so ein bisschen östlich an Berlin vorbeizuziehen. Also mal gucken, inwieweit jetzt hier die östlichen Stadtbezirke von Berlin noch betroffen sein werden. Ich kann das jetzt schon beobachten. So ungefähr 10, 15 Kilometer noch weg. Vielleicht auch nicht mehr so viel. Weiterverfolgen. Das Nachtgewitter rückt uns näher. Ist jetzt ungefähr noch 7 bis 8 Kilometer von uns entfernt. Die Blitze werden immer heller, die Donner werden immer lauter, aber es ist eben noch nicht ganz da. Es wurde auch eine amtliche Unwetterwarnung für Berlin jetzt rausgegeben. Also wir müssen hier vor allem, ui, hier im Ostteil doch vielleicht sogar mit dem Schlimmsten rechnen. Um 0 Uhr 30. So sieht es in der Grafik momentan aus. Hier kann man sehen, gelbe, aber auch orange Kreise ziehen auf Berlin zu, hauptsächlich eben der Ostteil und dann weite Teile von Märkisch-Oderland und das zieht jetzt alles Richtung Barnim hoch und Berlin natürlich. Das Ergebnis sieht man hier.
ist noch ungefähr 3 bis 5 Kilometer jetzt weg. Von vorhergehenden Donner ist jetzt praktisch fast jetzt hier über Berlin-Karlsruhe, sagen wir mal zumindest gewittermäßig, Sturm und Regen hält sich in Grenzen, da ist gar nichts. Aber eben war hier schon ein recht kräftiger Blitzeinschlag. Aber die Hauptmasse zieht, wie gesagt, östlich an Berlin vorbei ist, was zumindest die Niederschlagsmengen betrifft. Etwa ist die Situation unverändert. Das Gewitter zieht langsam aber sicher von Süd nach Nord, vor allem über den östlichen Stadtrand von Berlin bis rüber tief nach Richtung Oder. Also wir werden hier eigentlich nur gestriffen hier. Aber es ist schon eindrucksvoll, das zu sehen.
So, ich wage schon mal ein Fazit zu ziehen. Das Gewitter hat Berlin im Prinzip nur so erreicht, dass die östlichen Teile von gestriffen wurden. Der überwiegende Teil zieht östlich vorbei. Aber ist schon eindrucksvoll zu beobachten, wie sich das doch langsam aber sicher jetzt dort bewegt. Berlin wahrscheinlich noch einmal Glück gehabt. Also im Westteil von Berlin ist zum Beispiel gar nichts los. Der war noch mal gut. Trotzdem, Berlin hat wahrscheinlich noch einmal Glück gehabt. Ganz knapp östlich das Hauptgewitter vorbeigezogen.